Stanford, San Diego, Los Angeles, der sogenannte West Coast Swing. Swingen sie mit, drei große Turniere. In drei Wochen alle an der Westküste der USA. Den Auftakt macht Bank of the West Classic. Ich sag hallo, herzlich willkommen in Stanford auf dem Campus der Universität. Und so war es vor einem Jahr das Finale zwischen Kim Clijsters und Lindsay Davenport. Über drei Sätze ging's. Clijsters siegte 6-4, 6-7, 6-1. Der erste Sieg für die Belgierin im fünften Duell mit der Amerikanerin. Und Davenport gegen Clijsters, das ist eine der beiden Halbfinalpartien am heutigen Samstag. Die zweite Begegnung wird Venus Williams gegen Lisa Raymond sein. Und diese Begegnung sehen wir. Venus Williams, die Weltranglistenzweite, gegen Lisa Raymond, die 28. der Weltrangliste, 28 Jahre alt. Beiden haben schon ziemlich oft gegeneinander gespielt. Und die gute Lisa hat noch nie gewonnen. Venus Williams einfach zu stark für sie. Das letzte Aufeinandertreffen vor einigen Wochen in Wimbledon. Immerhin im Achtelfinale in Runde 4. Da bekam die Amerikanerin, die 28-Jährige, ganz drei Spiele verlor. 1-6, 2-6 aber. Jedes Match ist ein neuer Anfang. Warum nicht heute, warum nicht hier in diesem Halbfinal von Stanford? Wir sind im Taube Family Tennis Stadium. Seit 1997 spielt man dieses Event hier. Es ist das älteste Damenturnier auf der Tour. In diesem Jahr zum 32. Mal ausgetragen. Dagegen sind sie selbst in Filderstadt, weißen Mädels. Williams hier an 1 gesetzt. Insgesamt 6 Top-10-Spielerinnen im Tableau. Ein sogenanntes Turnier der Tier 2-Gruppe, also nicht der ganz großen Kategorie, immer mit $585.000 dotiert. Es ist warm, es ist heiß und das erhoffen wir uns auch von diesem Spiel. Lisa Raymond, eine der besten Doppelspielerinnen der Welt seit einem Jahrzehnt. Diesem Jahr hat schon 7 Titel im Doppel gewonnen. Ich habe das nachgeschaut. Gold Coast, Paris Indoors, Antwerpen, Amelia Island und so weiter und so fort. Also sehr stark im Doppel, zumeist mit ihrer Partnerin Renee Stubbs. Im Einzel nicht ganz so erfolgreich. Immerhin den dritten Einzeltitel in diesem Jahr geholt in Memphis. Da brachte sie das Kunststück fertig, gegen Alexander Stevenson 5 Matchpoints im Finale abzuwehren und dennoch zu gewinnen. Blick auf die Regularien, das gibt es hier zu verdienen. Kleines Tableau, die topgesetzten Spielerinnen in der Runde 1 mit einem Freilos. Und die große Überraschung, die große Freude dieser Veranstaltung, das ist klar, heißt Lindsay Davenport, die Amerikanerin, seit 9 Monaten zurückgekehrt auf die Tour. Am letzten Wochenende machte sie so einen kleinen Aufgalopp im Fed Cup. Da mussten sich die Amerikanerinnen ja durch die Relegation quälen gegen Israel. Spielte zweimal, gewann zweimal und hat erzählt, sie hätte nachher in der Umkleide gesessen und das ein oder andere Tränchen verdrückt. So ist das mit den Dingen, die man hat, die weiß man nicht zu schätzen. Wenn sie einem dann fehlen, dann tut's weh. Davenport 9 Monate nicht dabei, ihr letztes Match beim Masters in München im Halbfinale gegen Clijsters. War da 2 Punkte vom Verlust der Partie entfernt, gewann trotzdem damit am Ende des letzten Jahres die Nummer 1 der Damen-Weltrangliste, trat zum Finale gegen Serena Williams nicht mehr an. Sie sehen es, ich rede über eine, die hier jetzt nicht spielt, aber Davenport, das ist der Name, der elektrisiert, der wieder Mut macht. Damentour braucht Lindsay Davenport. Sie kann gegenhalten gegen die Williams und gegen Capriati und die Damentour braucht auch Martina Hingis, die wahrscheinlich mit einer Wildcard doch noch bei den US Open an den Start gehen wird. She's moving around or him?
Ich sagte es eingangs, der West Coast Swing, drei Turniere hier, Stanford, San Diego, Los Angeles, dann gibt es nochmal New Haven und dann geht's los am 26. August mit den US Open und alles, was jetzt läuft, ist Vorbereitung auf dieses vierte und letzte Grand Slam Turnier des Jahres. Venus Williams problemlos in dieses Halbfinale gekommen. In der zweiten Runde ein 7-6, 6-3 gegen Megan Shaughnessy. Dann im Viertelfinale ein 6-3, 6-4 gegen Anna Kournikova, die hier wieder mal ein gutes Turnier gespielt hat. Da sehen wir Vater Richard Williams. Kournikova war ja 5 Turniere jeweils in der ersten Runde rausgeflogen. Hier überstand sie 2 Runden und hat prima gespielt gegen Williams, hat auch ihre Gegnerin gesagt. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie einen neuen Coach hat. Harold Salomon nun an ihrer Seite, der Ex-Profi. Wenn es mit dem nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie es noch gehen soll. Ordentlich gefüllt das Stadion zur Mittagszeit. Hier an der Westküste Amerikas ist mal 9 Stunden früher als bei uns in Mitteleuropa. Und mit dem Blick auf die beiden Spielerinnen, auf Venus Williams und auf Lisa Raymond, denke ich, dass es gleich losgehen wird. Und da sehen Sie links diesen Platz, das ist halt so hier im Taube Family Tennis Stadium in Stanford. Ist ein Sportkomplex, hier draußen gibt es Fußballfelder, Laufbahnen und 12.000 Studenten studieren in Stanford. Immer ein gutes Klima, nicht nur weil es hier so heiß ist, sondern auch ein gutes Klima, weil es hier locker zugeht und liberal, freundlich sowieso wie überall in den Staaten. Welche Taktik heute, welcher Plan? Lynn Welch ist die Schiedsrichterin, die diese Partie leiten wird. Auf ein neues wird sie sich denken, Lisa Raymond. Irgendwann wird es vielleicht klappen mit einem Erfolg über die übermächtige Venus Williams. Und vielleicht können wir ja sagen, wir sind dabei gewesen. Ja, immer wieder der Blick nach oben schlägt von der schlechteren Seite auf. Dennoch 40, 15
Zwei Spielbälle für Venus Williams. Nochmal ein Drive-Volley fast von der Grundlinie von Venus. Game Williams. First game. 1-0 Führung für die 22-jährige Weltranglisten. Zweite. In diesem Halbfinal von Stanford drei ehemalige Siegerinnen. Davenport, die dann das zweite Halbfinal gegen Kleisters bestreiten wird, hat hier 98-99 gewonnen. Kleisters im letzten Jahr und Venus Williams vor zwei Jahren. Ersten Breakchancen in diesem Match, sie gehen an Venus Williams, 15-40 bei Aufschlag Raymond. Beim zweiten Aufschlag hohes Risiko, das ist klar. Muss Lisa Raymond gehen. Wenn nicht, wird ihr Service sofort von Venus Williams attackiert. Deuce. Dankbar beklatscht. Zwei Punkte von Raymond von 15-40 auf 40 Band. Break. Die 2-0 Führung für Venus Williams. Die ganze Seite offen und da läuft Lisa Raymond schon gar nicht mehr hin.
15 love. Mit dem ersten Ass das 40-0. Drei Spielbälle für Venus Williams. Game. Williams. Zweiter Ass von Venus Williams in diesem dritten Spiel des ersten Satzes. 3-0 Führung für die Weltranglisten Zweite. Willkommen zurück beim Halbfinal der Bank of the West Classic hier auf dem Campus in Stanford. 0-3 steht aus der Sicht von Lisa Raymond in diesem ersten Satz und es läuft alles nach Plan. Leider muss man fast sagen, wie in den Matches zuvor, Venus Williams zu stark, die bessere mit den härteren Schlägen. Und das wird schwer für Lisa Raymond, da nicht aufzugeben, da dran zu bleiben, zu hoffen, vielleicht doch irgendwie in dieses Match zu finden. Schnelles 3-0 und um das nochmal aufzugreifen, sie wird viel Charakter zeigen müssen, um hier nicht unterzugehen. Na, wer sagt's denn? Drei Punkte in Folge, 40-0 für Lisa Raymond. Zweite Doppelfehler von Raymond. Mit 1,65 nicht sonderlich groß, da muss die Bewegung stimmen, da muss sie sich weit nach vorn und oben recken. Den nächsten Doppelfehler hinterher. Der Unterschied zum Doppel, da stürmt sie meistens mit dem Aufschlag ans Netz. Das ist eine ganz andere Situation, ein ganz anderer Schlag. Hier traut sie sich das nicht, bleibt hinten. Und deshalb ist der Aufschlag auch nicht so effektiv wie im Doppel. Zwei Doppelfehler. Ein leicht verschlagener Vorhandball, 40 Ball. Hinter der Linie. Habe ich
ich jedenfalls so gesehen. Die Spielerinnen machen weiter, auch Lynn Welch greift nicht ein. First serve. Spielball Nummer 4 für Lisa Raymond. Na, wer sagt's denn? Das Spiel, das erste für die 28-Jährige aus Pennsylvania. Hoffentlich mehr als nur ein kleiner Lichtblick in diesem Match. Erster Netzangriff von Venus Williams, aber nicht konsequent genug hinter dem Ball hergegangen. Ah, da hilft doch das Sonnenschirmchen nicht sehr viel. Wieder auf der schlechteren Seite den Ball hochwirft, hat sie den Stern voll im Gesicht. Wieder ein mächtiger Aufschlag, ein Service-Winner, 40-30, Miss Williams. Und wenn gar nichts geht, dann spielt man auch schon mal ein Ass mit dem zweiten Aufschlag.
viel Kick. The game Williams. 4-1 Führung für Venus Williams in diesem ersten Satz gegen Lisa Raymond. Four games to one. Time. Zurück im sonnigen Kalifornien. Erstes Halbfinal der Bank of the West Classic hier auf dem Campus der Stanford University. Wir sind beim Match zwischen Venus Williams und Lisa Raymond. 4-1 Führung für die Weltranglistenzweite. Wirkt doch ein bisschen müde, so als wenn sie das Viertelfinal gegen Anna Kournikova noch in den Knochen hätte. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Masche von Venus Williams, immer unbeteiligt zu wirken, fast gelangweilt ihren Stiefel runterzuspielen, ohne Regung, ohne Emotionen, wie es dann drinnen aussieht, geht keinen was an. Ganz anders diese Perspektive und fast ein identischer Ballwechsel. Wieder der Ball zu lang von Venus Williams. 40-0 für Lisa Raymond. Unnachahmlich diese Returns von Williams. Da steht sie eigentlich völlig falsch, frontal. Bringt nur den Schläger nach vorn, beschleunigt den Ball enorm. Zweites Spiel für Lisa Raymond. Und da sieht das Ganze doch schon wesentlich freundlicher aus. Nur noch 4-2 für Venus Williams. Fantastisch. Besser kann man diese Rückhand nicht schlagen.
treffen und platzieren. Game Williams, new ball three. Zu Null Spiel, 5-2 Führung für Williams. 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 Lisa Raymond, die einzige ungesetzte Spielerin in diesem Halbfinal von Stanford. Jetzt gilt es, sie wird ihr Service halten müssen, sonst ist dieser erste Durchgang schon weg. Zeigt an, ich habe neue Bälle. Und die Kolleginnen und Freundinnen, die werden jetzt am Fernsehschirm hängen oder oben auf den Tribünen stehen und die Daumen drücken und denken, Mensch, die Lisa, die müsste es doch mal packen. Denn alle haben Sympathie für sie. Ist ein echter Kumpel. Prima Kerl, auch wenn es eine Dame ist. Liebt Hunde und Sport. Freundlich und nett. Und nicht so wie die Williams, die sich abkapseln und immer nur ihr eigenes Ding machen. Da gibt es eine ganz klare Zwei-, vielleicht sogar Drei-Klassen-Gesellschaft auf der Damen-Tour. Und das sind nicht nur alles gute Freundinnen, sondern da ist viel, viel, tja, Stress in den Beziehungen. Viele können nicht miteinander. Und wenn die Williams mal verlieren, dann stehen sie in den Umkleidekabinen und lachen sich ins Fäustchen. Also, das ist ihr Spiel. Surf und Volley nach vorne. Und dann mit Gottvertrauen die Kugel übers Netz. Der war schon gut und der war ganz easy. Und mit viel Gefühl. Nicht der richtige Moment, um den vierten Doppelfehler einzustreuen, aber einspielbar bleibt ja noch. Ja, ist mutig und der Mut wird belohnt. Das dritte Spiel. Lisa Raymond verkürzt auf 3-5. Drei Spiele in einem Satz. So viel hat sie beim letzten Aufeinandertreffen im ganzen Match gemacht vor einigen Wochen in Wimbledon. Sehr gut. Zum dritten Mal vorn und zum dritten Mal gepunktet. Thank you.
Tja, so ist das. Nur reinspielen ist gegen die Williams, gegen beide, einfach zu wenig. Schöner Passierschlag von Lisa Raymond, die mich positiv überrascht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Aber ihr Sieg im Viertelfinale gegen Monica Seles war kein Zufall. Sie hat einen guten Lauf. Venus Williams mit dem vierten Ass, ich den ersten Satzball im ersten Durchgang holt. Und mit dem zweiten Ass, dem fünften insgesamt hinterher, geht der erste Satz mit 6-3 an die Weltranglisten-Zweite. Kurze Statistik des ersten Satzes, der mit 6-3 an Venus Williams ging. Lisa Raymond beginnt den zweiten Durchgang mit dem Service. Spielt hier doppelt zusammen mit ihrer Partnerin Renee Stubbs. Beiden sind schon im Doppel Grand Slam Sieger, aber in diesem Jahr ist es bei den Grand Slams nicht so gut gelaufen. In Wimbledon haben sie im Viertelfinale verloren gegen die Zufallsbekanntschaft, will ich sie mal nennen, Kournikova Rubin. Kann auch daran liegen, dass Lisa Raymond versucht, jetzt mit 28 doch etwas mehr zum Ende ihrer Karriere hin am Einzel zu arbeiten. Und wenn es dann richtig schnell wird, dann ist die gute Lisa Raymond zu spät. Venus Williams startet mit einem Break in diesen zweiten Satz. Ja, sie ist immer noch da oben, die Sonne. Testet es bei jedem Ballwurf. Für mich das sechste Ass, für die Statistik das siebte. Das ist immer so der Kleinkrieg, den man führt mit den Statistikern, die da unten am Court sitzen und alles registrieren, was da passiert.
birdie, 15. Wir schreiben natürlich auch die Doppelfehler und Asse und Breaks mit. Und das stimmt eben nicht immer überein, aber das Ergebnis, das stimmt. 6-3, 1-0, 30-15. Guinness Williams. Ja, sie schüttelt den Kopf, aber wenn sie einen kühlen Kopf hat nach dem Match und das analysieren wird, dann wird sie sich wieder sagen müssen, die ist einfach besser da drüben auf der anderen Seite. Die macht so viel Druck, die spielt so lang und die sucht immer die Ecken. Das ist einfach eine andere Klasse, eine andere Kategorie. 2-0 für Venus Williams. Die schwitzen schon beim Zusehen. Es ist heiß hier in Kalifornien. Wunderbares Badewetter. Tennis sollte man eigentlich erst spielen, wenn es dunkel wird. Guinness zeigt an, mit dem Daumen nach hinten, Ball im Aus, konnte das nicht erkennen, das ging zu schnell. Schön, aber zu selten, solche Punkte, die Lisa Raymond für sich verbuchen kann. Die Parallele zum ersten Satz, auch da führte Venus Williams schnell mit 3-0. Jetzt ebenfalls. Schauen wir, wie es weitergeht nach dem Break. Wir sind zurück im Taube Family Tennis Stadium hier auf dem Campus der Universität von Stanford beim ersten Halbfinale des heutigen Tages zwischen Venus Williams und Lisa Raymond. Eine klare Sache, 6-3, 3-0 Führung für die 22-jährige Weltranglistenzweite aus Florida. Es ist ein bisschen schade, dass wir bei den Pausen immer rausgehen in die Commercials, also in die Werbeparts. Und ich glaube, wenn es hier nur zwei Sätze dauert, werden wir auch nicht die Chance kriegen, mal dabei zu bleiben. Es ist immer was los hier, wenn die Damen
ihre 90-sekündige Pause machen. Gibt es ein paar Werbedurchsagen, dann herrscht viel Bewegung auf den Rängen. Die einen kommen, die anderen gehen. Ja, und da ist phasenweise mehr los als in diesem Spiel, obwohl ich Lisa Raymond ein Kompliment aussprechen muss. Die hält sich ordentlich gegen Venus Williams. Hat noch nie gegen sie gewinnen können. Auch heute sieht es nicht danach aus. Sie versucht es. Ja, ja. Linesman sagt aus. Lynn Welch sagt, Ball war gut. Venus macht den Punkt, aber der Punkt muss wiederholt. Forty love. Ass Nummer 7, 4-0 Führung für Venus, das Ende der Parallelen im ersten Satz. Lisa Raymond schön zurückgekommen über 1-3 auf 2-4. Jetzt sieht es nicht danach aus. Sechste Doppelfehler von Lisa Raymond, die in Runde 1 gegen Ai Sugiyama aus Japan gewann. In 3 Sätzen. Dann ihre Landsfrau Marissa Irvin in 2 Sätzen schlug und schließlich im Viertelfinale Monica Seles in 2 Sätzen mit 6-4, 6-2 und das war sicher eine Überraschung zum zweiten Mal überhaupt erst, dass Lisa Raymond gegen Monica Seles gewonnen hat. Und die beiden haben öfter als 10, 12 Mal gegeneinander gespielt. Immerhin ist Lisa Raymond seit 93 schon auf der Tour dabei. 15-30. Zu stark. Das dritte Break, das Venus Williams in diesem zweiten Satz gelingt. Die 6-3, 5-0 führen. Im ersten Satz hat sie sich noch tapfer gewehrt, aber jetzt sieht es doch nach einem schnellen Ende aus. Wir sind zurück im ersten Halbfinal in Stanford. 6-3, 5-0 Führung und sie sahen die Einblendung Serving. For the match, Venus Williams
serviert zum Einzug ins Finale. Aber ist auch wirklich schwer für Lisa Raymond, muss man sagen. Eine übermächtige Gegnerin auf der anderen Seite. Das ist so, wenn ich mit meinem Kollegen Jürgen Höttger spiele, da ziehe ich im Tennis auch stets den Kürzeren. Noch ein kleines Highlight, nochmal die Ärmchen hoch. Ihr Entenball im Altenheim, es wird ihr nicht viel helfen. Da müssten schon 10, 12, 15 solcher Netzbälle auf der Seite von Venus Williams hängen bleiben. Einfach gnadenlos gut, wie es Venus Williams da spielt. Der erste Matchball. Eine Stunde hat es gedauert, Venus Williams bezwingt Lisa Raymond 6-3, 6-0 und dann waren es für die gute Lisa doch wieder nur drei Spiele wie beim letzten Mal in Wimbledon. Als Trost bleiben hier $26.500, 88 Punkte und die Gewissheit, den Top 20 ein kleines Stück näher gekommen zu sein. Wir sehen Venus Williams im Finale wieder. Ein Erfolg ohne Wenn und Aber für die Weltranglisten Zweite, die in ihrem hausinternen Machtkampf mittlerweile nur noch die Nummer 2 ist, nur in An- und Abführung. Da ist Serena jetzt die Nummer 1. Serena hier in Stanford nicht dabei. Venus Williams hat es geschafft, sie hat das Finale erreicht, die vor 2 Jahren ihre Gegnerin wird ermittelt zwischen Lindsay Davenport und Kim Clijsters. Und jetzt nach dem Match, da fällt alles von ihr ab. Da lacht sie, da strahlt sie. Und hören wir mal rein, was sie da sagt. You're gearing up for the US Open. What are your plans leading up to the Open this year? I suppose my plan is to avoid that girl Serena Williams into the final. Nun, die Pläne für die US Open sind klar. Pretty simple plan. Gegen Serena im Finale spielen. She's too tough, and I don't know why she won't lighten up a little bit sometimes. As everyone knows, you're going for your third consecutive US Open title. The last time that happened was 1977 with Chris Everett. Ja, Chris Everett war 77, die letzte dreimal hintereinander die US Open gewonnen hat. Das können Sie auch erreichen. Does that weigh on you now as you get closer and closer to that? I have a couple things going for me. Und die Vorstellung, ob sie ein Gefühl dafür hat, dass sie zu den Großen in diesem Sport zählt, wie Navratilova und Everett und so weiter. Well, we sure hope you're going to be here for more years to come, Venus. Aber sie ist bescheiden. Good luck tomorrow. Denkt immer an das nächste Match und das wird morgen sein gegen Davenport oder gegen Clijsters. Sie, wir sind auf jeden Fall dabei. Auch das sehen wir morgen mit Jürgen Höttger. Das Finale
von Kitzbühel. Und hier geht's weiter in wenigen Minuten mit meinem Kollegen Sven Maria Busch aus Los Angeles. Und Andy Roddick gegen Jean-Michael Gamble, wenn ich das recht erinnere. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, Sie morgen wieder hier in Stanford zu begrüßen. Tschüss bis dahin, sagt Ihr Ralf Klinkenberg.